wie viel ist es? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Ja, das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Macht's dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Also, hat jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern von. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich jetzt nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze. Danke. Na. Na. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja. Das darf ich dir nicht zweimal sagen. Mach richtig voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich habe noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. What the hell? Nein. Ich habe mit allem gerechnet, aber ich bin so verrückt und scheiße nicht. Oh, mein beschissener Digga. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Holy shit. Und als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich.
Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Ich steige in Donovans Auto. So, bin ich mal gespannt. Wie ist eigentlich die Musik an? Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als sie zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sam in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Glaubst, was passiert ist, war deine Schuld. Schwierig, es anders zu machen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zopfst, hast du sie am Hals. So, wir fahren aktuell zu Sammys Bar. Ja, wir sind wieder zurück. Nachdem uns in den Kopf geschossen worden ist von diesem Vorräterschweinsau. Und den werden wir uns jetzt vornehmen. Und damit werden wir auch die Stadt erobern, einnehmen. Wow. Sammys Bar komplett niedergebrannt, die Schweine. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Machen, okay. Ich bin im Hotel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. So. Die Schweinepriester. Okay, wir können klettern.
Halleluja. Also ein farbenfreundlicher Ort, ein düsterer Ort. Und wir haben Erinnerungen. Schreckliche Erinnerungen an diesen Ort. Wow. Willkommen daheim, mein Junge. Das muss echt schwer fallen, auf diesen Ort zurückzukehren. Okay, wer soll sich jetzt alles die Hunde voll? Alle ausgelöscht. Seine Karte ist der Hammer. Ach, du bist fällig. Ich will dich, Herr Chef von Hollow. Nicht nur. Geil. Komm, Lincoln, reiß dich zusammen. Okay, hier scheint alles unversehrt zu sein. Fast zumindest. Der Keller. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Hab ich dir schon erzählt, woher ich die hab? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Und schon haben wir ein neues Aussehen. Kampfmesser. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Überwältigung auswählen. Ja, das macht aber Mafia 3 ja aus. So, und wir kriegen wahrscheinlich Zugriff auf den Tresor. Versteck. Draußen im Kampf wird alles Geld, was du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil davon. Also bunkere es lieber im Safe. Benutze den Safe in Semis Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gesammelt hast. Okay, dann machen wir das natürlich. Jetzt können wir den Safe benutzen. Sprich mit Donovan, mögliche Verbündete. Das ist der Plan, Pater. Okay. So. Wir haben es jetzt gebunkert. Der Keller ist zum Glück unversehrt geblieben. Ist zumindest ein gutes Versteck. Hier läuft immer noch ein herrlicher Krimi. Fertig Krimi. Eine Komödie, keine Ahnung. So, okay, wir sind hier durch. Den Tresor können wir nicht benutzen. Wir haben kein Geld wahrscheinlich mehr. So, wir müssen hoch. Hoch in das schwarze Höllenloch. Okay, hier kommen wir raus. Für einen Schlitten kommt der denn her? Wo ist unser Auto hin? Keine Ahnung, wie wir jetzt den hier. Zeugen sind unbeteiligt, die zum nächsten Telefon oder Kopf rennen, wenn sie dich bei einem Verbrechen beobachten. Schalte Zeugen aus, ohne sie gleich umzubringen und ohne dass dich weitere Zeugen oder Kapuzisten dabei sehen. Ach, come on. Jetzt müssen wir den echt hinterher rennen. Sicherer Zufluchtsort. Sicherer Zufluchtsort ist ein Platz, der nur weiß, an dem du dich. So, es dürfte reichen, oder? Verbündete und Geschäftspartner treffen kannst. Ja. Dafür, dass wir den jetzt ausschalten mussten. Ärgerlich, ärgerlich. So, rein in die Karre. Aber damit haben wir keine Polizeiprobleme. Also muss man es auf jeden Fall aufkommen. Alles klar. Ja, kannst du nicht aufpassen? So, wo müssen wir hin? Da hoch. Okay, dann bauen wir uns auch einfach mal hier so rotzfrech. Auch wenn es
hilfreich uns das ist. Wir haben es angeeignet. So, und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Sal das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Baka ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Wie in alten Zeiten. Warte auf die Haitianer. Der Weg allen Fleisches. Okay, jetzt kriegen wir einen Haufen Missionen. Kann man dann bestimmt definitiv aussuchen. So, warte auf die Haitianer. So, müssen wir da jetzt hinfahren? Gucken wir mal kurz. Wie? Warte auf die. Genau, wie in alten Zeiten. Dann geben wir uns dort mal hin. Nein. So, nehmen wir unser entwendetes Auto natürlich. Fällt ja gar nicht auf. Okay, ich glaube, wir müssen uns einen Wegpunkt setzen. Genau. Warte auf die Haitianer. So, dann müssen wir mal ganz flink hin. Ja. 100 Meter ist ja fast um die Ecke. So. Was wird uns dort erwarten? Eine Schutzweste, was ist das denn? Oh, kann man hier rein etwa? Krass. Wir kümmern uns erstmal um die Mission. Das ist gerade echt spannend. Ansonsten 31 Meter. Da hinten ist das. So, mal schauen, wie wir rüber rennen müssen. Soweit ich weiß, wird Sweetwater Schnaps von Kerlen gebrannt, die mich am liebsten in der Hölle auf die Bank sehen. Aber verdammt nochmal, das Zeug ist gut. Die fliegen James Earl Ray diese Woche zurück. Kaum zu fassen, dass wir glauben sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Ist so einfach. Zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken? Dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann dir alles wieder wegnehmen. Einfach so. Okay, sie sind da. Schaff es hinein. Sie ist lecker aus Schokopudding. Vielleicht darf ich später mal naschen. Informanten. Informanten betreiben die illegalen Geschäfte in ganz New Bordeaux. Finde und verhöre sie, um Informationen über Ziele zu erhalten, die zu bestimmten Geschäften gehören. Informanten, um den haitianischen Informanten zu befragen, isoliere ihn durch Kampf oder Verfolgung und nähere dich ihm dann, um das Verhör zu beginnen. Wie ist es da draußen gelaufen? Alle ja.
Wir werden sie Stück für fucking Stück auseinandernehmen. Wenn das nicht hilft, schlagen wir eben mit dem Vorschlag aber alles kurz und klein. Genau. Was mich am meisten wundert, ist, wie sehr diese Weißen auf schwarze Muschis abfahren. Was mich am meisten wundert, ist, wie sehr diese Bleichnasen auf schwarze Muschis. Du bist hier nicht willkommen. Kommt der Typ her! Ups. Wurden wir entdeckt. Gehen wir weiter in Deckung. Das muss der Informant sein. Hab überall nachgesehen. Nichts. Keiner will die Rednecks im Hollow. Bring mich zu deinem Boss, dann machen wir das klar. Fuck! Oh oh. Merd! Geh zum Voodoo-Laden. Da findest du den Boss. Den Belohnt mit einer Schusswaffe. Den mach ich alle! Du machst hier gar nichts, mein Freund. Du kriegst auf die Fresse. Wow. Und wirst aufgeschlitzt. Holy shit. War hier nicht noch einer? Oh, das oben. Schnappen wir uns. Warte, der kommt hier rum. Ja, jetzt ist er weg. Da ist er doch. Schädel rein in die Kehle. So. Pack sie weg. Einfach in die Tasche reingefaltet. So, wir haben ein nächstes Ziel. Du stehst im Weg! Ja. Ihr kennt mich alle mal. So, unser Auto ist natürlich weg. Langeweile hat, wir haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungsdelikts im Hollow. Ach, komm mal. Dann laufen wir halt erstmal. Hier steht ein Schild. Warum auch nicht? Nur Bares ist Bares. So. Der Kerl hat mich fast umgefahren. Ach. Ich kann es ja nicht gewesen sein. Ich bin zu Fuß. So. Wenn die Polizei kommt. Genau, wisst ihr, wo das ist? Gehen wir jetzt hier hinten rum. Sind wir mal raus aus der Zone. Ihr kleinen Pisser. So. Können wir über größere Zäune klettern? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wir sind Lincoln. Der Muskelbrotz. Wir klettern nicht über Zäune. Damals 1960 vertrat Nixon die keynesianische Wirtschaftslehre. Wenn er jetzt bereit ist, so, wir müssen in den Voodoo-Laden. Eieieiei. 200 Meter nach, wir können kein Auto klauen, dann haben wir Zeugen. Dann laufen wir halt mal eine Runde. Ist auch nicht so schlimm. So, hier können wir da rüberklettern, aber. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Da wurde auch Zeit. Ach ja. Diese elenden Zeugen. So, gleich sind wir am Voodoo-Laden. Die Herausforderung bei dem Versuch, bedeutende Veränderungen zu bewirken, besteht darin, finde einen Weg hinein. Immer gleich vor der Tür, oder? So. Nicht gleich den direkten Weg. Okay, durchsuchen. Ja, ist schon mal nix. Eine Kasse. Okay, komm mal raus. Das wollen wir nicht. Wieder eine Maske. Die sind alle hier Maskenfetischisten. Scheint jemand zu sein. Das klang nur so. Warte. Okay, wir sollen warten. Dann tun wir das. Nur auf was? Die Stunden vergehen. Nicht schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Einfach Bakkas Geisel zu spielen. Und ich hörte, du seist tot.
Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Salmakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ich besorg dir die Kontrolle übers Hollow. Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft. Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Sal Marcano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig? Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit, gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster! Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. So hat er meine Schwester getötet. Nur das ist mir von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perla hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Und wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche.